Moin Leute und herzlich willkommen zu der Folge am Freitag. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, vor allen Dingen mit der Folge Pirates Legend. Ja Leute, heute ist ja mein letzter Tag, wo ich noch hier bin und ab morgen bin ich ja in Urlaub. Das heißt, ab morgen werde ich auf jeden Fall auf die Kommentare, die ihr mir so postet, auf YouTube wahrscheinlich nicht antworten können die nächsten zwei Wochen. Ich meine, ich kann ja sowieso meistens immer nur am Wochenende, aber die nächsten zwei Wochen fällt das wahrscheinlich komplett aus. Ich kann ja mal gucken, vielleicht kann ich ja hier und da mal da was schreiben und so. Und ich werde auf jeden Fall meinen Urlaub genießen und ich freue mich darauf, auch wieder zurückzukommen, um für euch wieder neue Folgen zu machen. Also wünsche mir Glück, dass alles gut geht. Was ich in der letzten Folge noch nicht geguckt habe, ist, wie jetzt meine Teamkraft ist. 1,4 Mille. Teamkraft. Läuft. Ich glaube, wenn die beiden vollgefüttert sind und in die Startklasse sind, dann geht das vielleicht sogar auf 1,45. Oder vielleicht sogar auf 1,5. Das wäre natürlich noch besser, aber das denke ich nicht, dass das funktionieren wird. Aber egal, Leute. Ich habe euch versprochen, heute All Blue und das werden wir jetzt auch durchziehen mit dem neuen Team. Hier muss ich natürlich erstmal mit rein. Ach, hier habe ich schon drin, alles klar. Da müssen wir natürlich jetzt erstmal rein und die beiden mitnehmen. So, Gosei A und unseren Roger. Und da bin ich mal gespannt, wie wir uns so schlagen im All Blue. Ja, ich meine, so kleine können wir einfach so eliminieren. Das sollte ja nicht ein Problem sein. Aber hinten habe ich schon gesehen, ist ein Red Anal. Und da kann natürlich auch noch anderes auf uns warten. Ne? So ist es ja nicht. Aber ich bin da guter Dinge, dass wir trotzdem, auch wenn die beiden noch nicht voll sind vom Level her, dass wir da auf jeden Fall gut durchstarten können. Hier ist zum Beispiel eine Prinzessin, Dom. Jetzt bin ich mal gespannt, das dürfte ein bisschen anstrengender werden. Kabam! Alle gestunt, das ist schön. Da können wir jetzt vielleicht auch mal sehen, was Gosei im wahren Leben hier für Schaden verursacht. Das, was noch steht, wird, denke ich mal, von ihm eliminiert werden. Boom! Ja, 400. Vielleicht 500.000, ja, wenn er kritten würde. Ich glaube, ich habe bei ihm auch noch eine falsche Frucht drin. Ich glaube, der hat auch eine HP-Frucht drin. Da muss natürlich eine Crit-Frucht rein. Da muss ich natürlich noch gucken, dass ich das alles umbaue. Das sind jetzt so provisorische Früchte, die ich da halt reingebaut habe. Das waren vorher die Früchte von Ray und Ray war ja mein Tank. Deswegen hat er Lebenspunkte drin noch. Das brauche ich bei Gosei A natürlich nicht mehr. Deswegen wird er definitiv eine Crit-Frucht kriegen und hoffe, dass er dadurch auch ein bisschen mehr Damage verursacht. Das ist natürlich eine Sache, die ist sehr wichtig und ja, wir werden uns auf jeden Fall mal gucken, wie das da weitergeht. Ich kann übrigens auch noch, das habe ich ganz vergessen, jetzt habe ich ja mein Jinbei, der ist ja eigentlich bei niemandem Partner. Den könnte ich wahrscheinlich noch irgendwo reinsetzen. Da muss ich noch mal gucken, wo ich den Kolosseum halt hinpacke. Das fällt mir gerade jetzt mal so ein. Ne, das muss ja auch noch sein. 395. Aber 395 Schaden machen oder nicht? Weil manchmal, wenn Enel und Prinzessin angegriffen haben, haben die ja noch ein bisschen live über. Und dafür soll jetzt Gosei A da sein. Weil ich will nämlich alles schon in den ersten zwei Runden halt entscheiden. Das ist für mich das A und O. Und ja. Müssen wir mal gucken. So, wir haben Impel Down zurückgesetzt und machen direkt die nächste Tour. Das sollte relativ easy sein. Oh Mann, das war ja mal echt einer der schlimmsten Teams, die ich jemals gesehen habe. Weedbeard. Ja, den haben wir auch weg. Das dürfte jetzt wiederum lustig werden. Rose. Mal gucken. Oh, das sieht gut aus. Boom! Oh, da habe ich die echt nicht gestunt. Aber er hat mich auch nicht gestunt. Also meine Ivankov. Das heißt, Ivankov macht jetzt den super Ultra-Heal. Und jetzt geht's in die Vollen. Jetzt wird sein komplettes Team einfach mal so bam! Bam! Weggenatzt. Ja, so muss das sein. So ist das richtig. Ist ja krass, denn weicht sogar aus, wenn er benommen ist. Das ist echt der Hammer. Ich meine, wie kann ich mir das vorstellen? Ist der Typ so von Torkel von links nach rechts oder was? Und ich hau mit dem Stab dran vorbei, so, uff, ausgewichen.
Auch eine krasse Sache. Ja, ist gestunt, aber weicht noch aus. Da müsste man eigentlich mal einen besseren Plan machen. Was rennen hier denn so kleine Viecher rum, ey? So weit oben bin ich doch gar nicht. Eigentlich bin ich jetzt in dem Bereich, wo die ganzen Ratchers normalerweise rumgurken. Das ist halt immer so eine Sache. So. Boah, das geht. Da sind wir locker mit dabei. Wir ziehen das hier so durch. Gar kein Thema. Hab ich schon gefreut, ey. Hier zieht man einfach so durch. Hammerhart. Ja, Leute, auf jeden Fall werde ich die nächsten Folgen, die ich heute sogar noch, beziehungsweise morgen, übermorgen drehen werde, werden auf jeden Fall im Urlaub kommen. Da könnt ihr euch doch freuen. Der Montag nach meinem Urlaub kann sein, dass da keine Folge kommen wird. Ganz aus dem einfachen Grund, ich bin nicht da. Und wenn ich zurückkomme, ich komme ja sonntags dann zurück. Und wenn ich dann sonntags zurückkomme, jetzt kriege ich gerade übelst auf die Ommel. Gefällt mir gar nicht. Ich verliere! Verdau ich noch eins, ich verliere! Na, das haut jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr raus. Aber seht ihr, wie die ausweichen? Ist irgendwie lustig, oder? Ah, jetzt ist er nicht mehr ausgewichen. Aber jetzt sind alle gestunt. Das ist natürlich witzig, ne? Jetzt brauchen die natürlich ewig lange, bis sie meinen Roger halt weggeknallt haben. Und Roger stunt jetzt einfach mal so zwischendurch. Also ich muss schon sagen, sein Ulti, die fühlt sich ja übelst krass auf, ja? Ist ja Wahnsinn. So, jetzt muss er richtig auf die Fresse kriegen, damit ich auch verliere. Schade, dass ich die letzte Runde nicht so komplett durchziehen kann. Ich weiß gar nicht, gegen wen ich jetzt gekämpft habe. Aber ist schon krass, dass da so ein Dicker dabei ist. Direkt der erste Runde. Seid ihr denn des Wahnsinns? Das fehlen mir zigtausend Millionen Punkte jetzt. Ja, egal. Scheiß drauf. Passiert. Ist nicht so wichtig. Dann können wir uns auf jeden Fall den Server-PvP jetzt widmen. Haben wir so gedacht, das könnten wir einfach ruhig mal durchziehen. Bisschen Surfer-PvP hier. Ah, ein bisschen Surfer-PvP. Gucken wir mal. Was haben wir denn hier Schönes? Oh, Fire Fist. Okay. Machen wir. Gucken wir mal, was bei rumkommt. Oh, jo. Hey, wer war das denn? Kann ich mich gar nicht daran erinnern, dass ich hier mal gegen den gekämpft habe. Oh, jetzt. Das ist böse. Das ist ein böses Team. Alles gestunt. Ja, keine Chance, ja, die Red Ivankov, die ist schon echt ein harter Brocken. Da war ich natürlich auch am überlegen. Ich könnte eigentlich rein theoretisch, könnte ich Ivankov Red ziehen. Weil bevor ich Gurusei D wirklich fertig habe, vergehen noch Wochen. Und bis dahin habe ich sowieso wieder 10 Steinchen. Wisst ihr was? Ich ziehe jetzt meine Ivankov auf Gold. Auf Red. So. Ich ziehe jetzt meine Ivankov auf Red. Einen Stein habe ich nämlich schon wieder. Jetzt fehlen mir nur noch 9. Und bevor ich meinen kompletten Teams, die muss ich jetzt sowieso alle hochziehen, dann ziehe ich die jetzt einfach auf Red. Ja, das mache ich. Ich ziehe auf Red. Ich ziehe die einfach mal auf Red. Hallo, es ist Freitag. Freitag ist Red Side. Ist ja auch egal. So. Jetzt habe ich meine Ivankov auch. Jetzt habe ich bestimmt noch eine krassere Team. Ja, jetzt bin ich schon fast auf 1,5 läuft. Ich habe jetzt ein komplettes Red Team, Leute. Komplettes Red Team von A bis Z, komplett Red. Und ich habe noch 304 Führungen, das heißt, ich habe sogar noch ein bisschen was übrig. Das heißt, ich kann hier sogar noch ein paar hochziehen. Das ist richtig cool. Ja, jetzt haben wir unser Team auf jeden Fall nochmal um einiges verbessert und suchen jetzt direkt einen neuen Gegner. Jetzt muss ich noch mehr hochleveln. Ich schmeiß mich weg, Alter. Das ist also mittlerweile, ne? Also mein Team wird immer perverser. So, jetzt bin ich mal gespannt, was Ivankov da durchknallt. Boah, 200 zur Heilung ist schon mal nicht schlecht. Vielleicht hat sie jetzt auch ein bisschen mehr Ausweichen. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber ich glaube, wenn sie jetzt heilt, gibt sie allen nochmal Ausweichen für ein paar Runden. Ist natürlich auch eine coole Sache. Ich glaube aber nur für eine Runde, glaube ich. Das ist eigentlich total nutzlos. Für 3 Runden wäre cool gewesen, aber für eine Runde weiß er nicht. So, der nächste. Wie heißt er? Doe. Doe? Kann man das so sagen? Doe? Doe? Von S5.
Level 151. Knallen wir weg. Oh, das ist bestimmt Boss-Team. 100%ig Boss-Team. 100%. Zopp. Läuft. Bam. Ha, alles ausweichen, bitte. Da trifft nichts mehr. So muss das sein. Das ist doch mal schön. So. Gucken wir mal. Jawohl. ZZ von S13. Geben wir mal Vollgas. Habe ich komplettes Red Team, Alter. Ist das geil oder ist das geil? Jetzt muss ich natürlich langsam anfangen, dass die ganzen Partner natürlich auch noch Red gehen. Das wäre natürlich der Oberhammer. Ich habe ja noch meine ganzen Whitebeards, die müssen ja auch mal langsam Red gehen. Also ich bräuchte quasi 30 Wiedergeburtssteinchen, das wäre eigentlich optimal. Boah. Ja, der wird mich wahrscheinlich platt machen. Gold Roger auf 3. Wir versuchen es einfach mal. Wird wahrscheinlich total mies laufen. Meiner ist schneller als seiner? Was ist denn da schiefgelaufen jetzt bitte? Was ist da jetzt schiefgelaufen? Wieso ist mein Roger schneller als seiner? Da hat es ja mal Oberknaller. Ich habe jetzt echt gedacht, jetzt kriege ich voll auf die Mütze, wa? Da ist mein Roger einfach mal so schnell als seiner, obwohl er noch nicht mal Max-Level ist. Oh, jetzt kommt seins dann durch. Boom! Ja, Ivankov. Seh mal zu, dass du mal deinen super Ultra-Heal durchkriegst. Jawohl. Jetzt kann mir nichts mehr passieren. So, wir suchen direkt den nächsten. Oh, das sieht nach einem bösen Team aus. Aber wir haben ja gerade auch schon einmal gewonnen gegen so einen. Oh, ich muss mal wieder was dazu kaufen. So, wollen wir mal hoffen, dass es gut geht. Ivankov hat standgehalten. Boom. So, jetzt bin ich mal gespannt. Bam! Weg ist es, das Team. Weggefistet haben wir es. Weggefistet, einfach so. Hardcore. Hardcore. Richtig weggebamst. So, gucken wir mal, ob wir noch einen starken kriegen. Hier haben wir noch einen. Von S23, so ein böser Blick hier. Sieht aber böse aus, hä? So, der ist wieder besser. Aber ich glaube, gegen den werde ich jetzt verlieren, weil mein ganzes Team ist schon gestunt. Es sei denn, Ivankov hält das wirklich stand, aber ich denke nicht. Nein, das geht komplett in die Hose. Jetzt muss er natürlich noch meinen Gold Roger wegkloppen. Ob das so funktioniert, weiß ich auch nicht. Das dauert also auf jeden Fall eine Weile. Das ist schon ein Wahnsinnsteil, ne? Und Roger, der hat mal eben jetzt... Oh, habt ihr gesehen? Jetzt zwei Ultis hintereinander durchgezogen. Weil er so oft getroffen wurde, dass er zweimal Ulti voll hat. Manchmal prockt das. Das ist Wahnsinn. Also ich muss sagen, so langsam bin ich mit meinem Team zufrieden. Ja, bin ich wirklich. So, gucken wir, was wir noch finden. Ah, dafür gebe ich auch mal gerne Food Berries aus. Oh, der hat einen Garb. Mal gucken, was der Garb jetzt macht. Wenn ich ihn direkt stunne. Oder auch nicht. Boom. Kriege ich jetzt echt auf die Mütze von so einem kleinen Team hier? Tatsache. Ich kriege voll auf die Mütze. Krasse Scheiße. Ich kriege gerade voll auf die Fresse. Also wenn er jetzt mein Team, wenn jetzt noch einer Ulti geht bei dem, dann verliere ich schon mal ein. Okay, jetzt bin ich wieder dran. Boom, da war eine halbe Million. Boom. Nächster. Und Ivankov, du bist dran. Was? Du musst ausweichen. Ausweichen. Na, geht. Auf jeden Fall habe ich den Garb jetzt schon mal weggekloppt. Und da ist der Rest down. War eine knappe Sache, aber hat super funktioniert. So, suchen wir uns noch einen Kampf gegen Rumble S21. Gut. Kloppen wir uns nochmal einmal Barry rein und machen Rumble von S21 platt. Bin ich mal gespannt. Ah, ja, sieht gut aus. Sieht noch gut aus. Ja,
jetzt ist wieder mein Wandkopf wieder gestunt. Das ist doch unglaublich. Ja, da muss ich noch was machen. Wir brauchen noch ein bisschen mehr Ausweichen. Da muss ich dann noch zusehen, dass ich da ein bisschen was investiere. Die Frucht habe ich auf jeden Fall schon fast ein bisschen weiter. Also ganz hoffnungslos ist es dann doch nicht. So. Boom. Oh, jetzt habe ich noch Ivankov und Roger. Ich denke nicht, dass Roger den Scheiß schafft. Obwohl, ich bin mir nicht sicher. Könnte vielleicht funktionieren, wenn er den Heiler jetzt wegknallt. So, jetzt hat er schon mal... Oh, jetzt ist er gestunt. Das mag der gar nicht. Da ist der voll gegen. Aber wenn ich gleich wieder aus meinem Stun rauskomme, knüppelt er wieder zweimal hintereinander die Stunts. Glück hat. Und nochmal. Und bam. Und nochmal. Der Wahnsinn. Aber sein Heiler, ne? Sein Lau, der ist ja mal so richtig übelst auf Ausweichen, wa? Ich meine, dass er meinen Roger die ganze Zeit standhält, das ist schon echt eine krasse Scheiße. Normalerweise no chance. Aber so, Hammer. Ja, Leute, was soll ich euch sagen? Ich verabschiede mich jetzt erstmal in Urlaub. Wünsche mir Glück. Wie gesagt, nächste Woche und übernächste Woche kommen Füllerfolgen, die ich jetzt im Vorhinein schon aufgenommen habe. Ich danke euch jedenfalls vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder in 2 Wochen, wenn ich wieder da bin. In den 2 Wochen kommen natürlich, habe ich ja gerade gesagt, Füllerfolgen und so. Und wieder richtig da mit 9 Folgen komme ich dann in 2 Wochen vielleicht auch wieder mit einem komplett verbesserten Team und dann gehen wir ab für eine Mark. So Leute, das war's aber von mir. Haut rein, auf Wiedersehen. Schönes Wochenende. Haut rein, Leute.